von Leichnamsprozessionen musikalisch zu gestalten, gehört ja bei uns zum Alltag einer Musikkapelle. Doch wenn der Festzug in den Vatikanischen Gärten stattfindet, ist das doch schon was ganz Besonderes. Die Marktmusikkapelle Grödig und eine Südtiroler Musikkapelle haben die ehrenvolle Aufgabe bekommen und quasi Prozessionsneuland betreten. Denn von Leichnamsbräuche sind doch recht unterschiedlich. Es gibt sie, jene Ausrückungen, die ein Musiker nie vergessen wird. In der Chronik der Marktmusikkapelle Grödig wird wohl die Fronleichnamsprozession in den Vatikanischen Gärten fett gedruckt ihren Platz finden. Fast das gesamte Orchester hat sich für die Reise nach Rom Zeit genommen und niemand hat die großen Strapazen bereut. Aber wie kommt eine Musikkapelle aus dem Flachgau dazu, bei über 30 Grad im Schatten das Vatikanische Allerheiligste zu begleiten? Man braucht natürlich Netzwerke und die haben wir Gott sei Dank gehabt mit unserem Matthias Gfährer, der was ja bei uns aktiver Posaunist ist. Und der kennt wieder den anderen, der was das organisiert. Und so sind einfach die Netzwerke, die man braucht, das Quäntchen Glück, dass man dann auch dazu berufen wird. Ein Jahrhundertereignis, sage ich mal, für die Marktmusikkapelle Grödig, da das Fronleichnamsfest im Vatikan musikalisch zu umrahmen. Und es ist ja das einzige Fronleichnamsfest, was innerhalb der Vatikansmauern da geschieht. Am Fronleichnamstag, am Donnerstag, wo auch der Papst Benedikt mitgeht, ist ja außerhalb der Vatikansmauern. Und am Sonntag drauf dann innerhalb der Vatikanischen Gärten. Nicht nur das Musizieren auf derart geschichtsträchtigem Boden war für die Marktmusikkapelle Grödig neu, sondern auch die Form der Musik, die zu spielen war. Prozessionsmärsche waren an diesem Tag gefragt, eine Art Musik, die in Grödig unbekannt ist, wahrscheinlich aus rein pragmatischen Gründen. Weil in Grödig haben wir ja unseren Fronleichnamstag, der was ja auf zwei Ortsteile bezieht, wo man von Grödig auf St. Leonhard und wieder zurückgehen, was ja an die 5 Kilometer sind. Und da kann man natürlich keine Prozessionsmärsche spielen. Nur kann man halt da nicht um 12, halb eins heim, sondern dann war es halt wahrscheinlich 16, 17 Uhr am Abend da. Und so wie halt auch in vielen anderen Gemeinden unseres wunderschönen Bundeslandes Salzburg gibt es natürlich die Prozessionsmärsche, die ähnlich dem Trauermarsch sind, aber natürlich viel prunkvoller und pompöser sind. Und die haben wir natürlich einstudieren müssen. Wir haben uns von unseren Nachbarmusikerbühnen die Noten besorgt, beziehungsweise auch Tipps und Hinweise uns geholt, was gute Noten wären und gute Stücke. Und die haben wir wirklich die letzten Wochen und Monate auch brav geübt, dass wir da was Besonderes auch leisten können. Und es ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Wenn man schon im Vatikan zu Gast ist, sollte auch die seltene Gelegenheit genutzt werden, auf dem Petersplatz ein Ständchen darzubieten. Sogar der Papst war an diesem Tag anwesend. Ob er die mit besonderer Hingabe gespielten Töne der Grödiger Musikerinnen und Musiker gehört hat, wissen wir nicht. Dafür wurde die Marktmusikkapelle Grödig auf eine andere Art heftig umgarnt. Was ist das eigentlich für ein Gefühl für einen Musiker, wenn er da am Petersplatz einen Rainermarsch spielt? Ja, zum einen mal, wir haben es ja gar nicht beabsichtigt gehabt, dass wir einen Rainermarsch spielen. Und es ist an sich etwas sehr, sehr Erfüllendes und ein wunderbares Gefühl, sagen wir mal, als kleine Marktmusikkapelle da auf diesem mächtigen Platz musikalisch präsent zu sein. Heute nach dem Angelusgebet dürften sicher, was wir so gesehen haben, an die 50.000 Menschen gewesen sein. Nach umfangreichen Besichtigungen der Stadt Rom und des Vatikans steht für alle Beteiligten fest. Dieser Ausflug in die Vatikanischen Gärten wird sicher nicht die letzte Reise nach Rom gewesen sein.